Herzlich willkommen zu dieser kleinen Repaint-Vorstellung. Alle Repaints, die ich euch hier zeige, sind für die Baureihe 218 von TSG. Alle Repaints sind aus dem Creators Club, das heißt also, sie sind auch alle auf der Konsole verfügbar und auf dem PC. Und wir gehen mal einen nach dem anderen durch. Hier haben wir die Pressnitztal 218054-3 von meinem guten Freund, dem Cat Gaming. Hier auch mit allen Details, die wir erwarten können von Cat Gaming, mit dem Pressnitztal-Logo, Pressnitztal-Bahn-Logo, mit den Bremsgewichten, den Anschriften an der Seite, Eisenbahnbau und Betriebsgesellschaft Pressnitztal-Bahn GmbH, sogar richtig hier mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse und allem Möglichen. Also wirklich ein sehr, sehr schönes Repaint, sehr detailliert. Ein bisschen Verwitterung könnte da vielleicht der ganzen Sache noch gut tun, aber ansonsten alles in allem farblich passt das hervorragend. Und sieht einfach sehr schön aus, wie das Ganze hier vor sich her. Diesel Pressnitztalbahn 218054-3 von Cat Gaming. Auch diese Lok hier von Cat Gaming, die 218341-6 in dieser DB Fernverkehrslackierung. Hier mit dem IC-Logo daneben. Ne, hier haben wir die 218460-4. Auch hier mit den Bremsanschriften. Auch das alles sehr detailliert. DB-Logo, dafür wird, glaube ich, die Logomod benutzt. Hier auch sehr sauber alles geschrieben. Bei Special Agreement, besondere Vereinbarung, Zulassung in Deutschland, DB Fernverkehrs AG, Führerstand 2 ist gekennzeichnet. Auch das hier, Link zu dem Repaint in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch einfach mal das Profil hier von Cat Gaming. Dann haben wir hier die 218406-7 in Orientrot. Auch das ist von Cat Gaming. Auch hier, ne, lässt sich wieder nur das Gleiche sagen wie vorhin auch. Alles schön detailliert. Alle Anschriften sind da, die man erwartet an der Stelle. Bremsanschriften, Führerstandsanschriften. Farblich passt das alles sehr, sehr gut. Ne, das ist auch definitiv Orientrot. Auch hier BW Kempten Allgäu. Ne, also auch auf solche Details dann geachtet, dass das auf jeden Fall alles zusammenpasst. Wir werden auch natürlich die ein oder andere Lok davon in zukünftigen Fahrten uns ja auch während der Fahrt angucken. Hier haben wir die 218460-4, auch genannt Conny, eine absolute Legende, glaube ich, unter den Trainspottern unter euch. Conny, sicherlich haben die ein oder anderen von euch schon mal Conny gesehen. Conny von der Westfrankenbahn, hier mit dem Bundesbahnkeks noch drauf. Ja, auch hier entsprechend mit den Revisionsdaten, Bremsanschriften. Ja, sehr, sehr schön. 460-4, passt das? Ja doch, genau, 460-4. Und hier DB Region Netz Verkehrs GmbH Westfrankenbahn Aschaffenburg. Ja, sehr schön von der Westfrankenbahn. Eine wunderschöne Lackierung. Ich finde, das ist eine der schönsten Lackierungen, die es eigentlich gibt für die 218. Ja, hier auch von der anderen Seite, auch hier Conny steht da nochmal drauf. Hier auch nochmal schön das Bundesbahn-Logo. Genau, also auch Conny, auch ebenfalls hier von Cat Gaming. Dann haben wir hier, und ich weiß leider nicht genau, von wem die Lok ist. Kann sein, dass sie auch von Cat Gaming ist, kann sein, dass sie von jemand anderem ist. Die 218467-6 hier im Design von Pico. DB Fahrzeug Instandhaltung, ihr starker Partner in der Instandhaltung. FZI AW Cottbus, Weisenstraße 21, gibt es sicherlich auch in Realität. Eine Nuller Postleitzahl, also Sachsen. Und Zulassung in Deutschland, Österreich, Belgien, Schweiz, Frankreich, Dänemark. CS ist, denke ich mal, Tschechien. Wobei Tschechien ist CZ, ne? CS. Vielleicht ehemalige Tschechoslowakei. Weiß ich nicht. L wird Luxemburg sein, NS wird Niederlande sein. Wobei NS wäre doch N. Niederlande wäre eigentlich NL, oder? Naja, ist ja auch egal. Und dann hier haben wir auf der anderen Seite eben diese andere Lackierung. Also dann eben auf dieser Seite McLean, auf der einen Seite eben Pico, auf der anderen Seite McLean. Also die beiden großen Hersteller, wenn es um Modelleisenbahn geht, die hier diese im Grunde genommen geteilte Lackierung haben, die auch wirklich sehr, sehr schön aussieht. Und dann haben wir hier vom Adri XYZ die 218 der DB Bahnbaugruppe, 218261-6 in diesem Gelb von DB Netz, beziehungsweise DB Bahnbaugruppe in diesem Fall. Auch hier mit den ganzen Bremsanschriften alles mit dazu geschrieben. Ne? Passt alles soweit sehr, sehr gut. Und die Zulassung,
die DB. Hier hat man sich dann so ein bisschen die paar Details ausgespart, was aber auch, glaube ich, in Ordnung ist. Zentrale Entwässerung steht hier, Anschluss, Grenzwertgeber. Ja, ne? Also hier DB Bahnbaugruppe könnten wir dann auch theoretisch fahren. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier, und das ist vom guten Dennis, die Ixrail, heißt sie, glaube ich, 218-461-2. Habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen selbst noch in Realität gesehen, witzigerweise. Mit Zulassung in Deutschland, Frankreich, Dänemark, Niederlande und auch CS, also Tschechien vermutlich, gesucht. Triebfahrzeugführer, WM, ja, Ixrail, info@ixrail.de. Also auch hier alle Details, schöne grüne Farbe, auch die sieht sehr, sehr gut aus. Auch hier kann man absolut nicht meckern. Das Einzige, was so ein bisschen fehlt bei allen Lackierungen bisher, ist so eine leichte Verwitterung. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau. Hier haben wir die, ja, den Paradiesvogel unter den Lackierungen vom guten Spami 218443-0. Auch wirklich wunderschön von dbgebrauchzug.de. Miete oder Kauf mich. Genau. Wundervoll. Donner. Ja, Donner sieht auch sehr toll aus. Also wirklich einfach schön. Dann haben wir die 218402-6. Ich weiß leider nicht. Nee, doch. Die ist von... Ah, nee, entschuldigt bitte. Hier der Paradiesvogel Donner ist von Cloven und die hier ist von Spami. Spami kennen wir auch auf jeden Fall durch seine Repaints und Szenarien auch mal sehr, sehr gut. Hier haben wir den nämlich den Sonderzug nach Pankow. Hier Udo Lindenberg, unverkennbar. Und hier den Berliner Fernsehturm. Sehr, sehr schön, mit ein bisschen Graffiti dran an den Seiten. Auf der anderen Seite ebenfalls Zulassung in DRA. Weiß nicht, was das ist. Dänemark, Deutsche Reichsbahn. Weiß ich nicht. Tschechoslowakei vielleicht. Schweiz, Frankreich, Niederlande und hier einfach mal das TSW4-Logo eingefügt, auch irgendwie ganz schön. Und dann haben wir hier zum Schluss die UEG 218333-3 der Usedomer Eisenbahngesellschaft in Zinnowitz. Auch ein wundervolles Repaint, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Alles sehr, sehr schön gemacht. Und alles natürlich kostenlos verfügbar. Da kann man einfach immer wieder nur glücklich sein, was da so die Community für einen bereithält. So, das war's dann auch. Nur so eine kleine Repaint-Vorstellung von dem, was so bisher erstellt worden ist. Da gibt es auch noch ein paar mehr Repaints. Ich bin gespannt auf eure Kommentare dazu. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.